Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge zu Vikings Wolves of Midgard. Schön, dass ihr da seid. Ich bin's euer Petermus und ich habe den Sascha mit am Start. Hallo. Guten Tag. So, des Rätsels Lösungs hätten wir, nur die Menhaie haben wir nicht gesucht, weil wir jetzt lang genug an dem Rätsel rumgemacht haben. Und zwar 3 Tage und 3 Nächte. Ja, also gefühlt war es auf jeden Fall so. Also, wenn ihr die Tür hier unten aufgemacht habt, das habt ihr ja letzte Folge schon gesehen, betätigt ihr den Hebel, damit das hier oben, damit das hier drüben aufgeht. Weil der untere Hebel bewirkt einfach, dass sich diese Tür bewegt und die andere. Das heißt, wir müssen sie auf denselben Zustand bringen. Das heißt, wir gehen dann hier einfach wieder zurück. Ja. Betätigen hier diesen Hebel. Damit wir hier durchkommen. Das heißt, die Tür ist dann wieder zu. Oder das Tor oder wie auch immer. Aber hier unten ist noch offen. Das heißt, wir können hier dran gehen. Dann sind hier beide offen und dann können wir hier wunderbar an diesen einen Hebel gehen. Und da ist das Rätsels Lesen. Sehr schön. Jetzt muss ich erstmal wieder... Das ist alles nur wegen so einer blinden Truhe. Ja, echt. Ich muss mal so kurz in den komischen Kreisel da. Guck mir an, der Loot-Geile, wie er vorrennt. Ich hab sie aber nicht aktiviert. Ja. Für was? Für den Talisman, der soll. Für mehr nicht. Ich hab gedacht, da wäre so ein Artefakt-Gegenstand drin. Na, tolle Wurst. Na gut. Was ist denn der Talisman, der ist? Getroffene Gegner, neue. 550% Waffenschaden pro Sekunde, das läuft. Würde ich mal sagen, dann den nehme ich doch erstmal. Erstmal gucken, wie das aussieht. Ah ja. Okay. Heiß. Heiß. Ah. Gut, dann die Männer ja suchen wir jetzt halt nicht mehr. Ist halt jetzt einfach so. War ich jetzt irgendwie, ehrlich gesagt, ein bisschen auch zu faul, diese Riesenkarte nochmal abzusuchen. Dann würde ich sagen, ab zum Boss. Den hätten wir nochmal einen Odin Shrine. Die Abklingzeiten, das ist sehr gut. Wenn hier nun kein Schatz zu finden ist. So. Wollen wir mal gucken. Jawohl, ja. Zerstöre Kristalle. Also behüteten sie keinen Schatz, sondern klackerten mich ein. Großartig. Ah ja. Oh ne, da muss ich raus. Das tut sonst hart weh. Ist er denn? Also der tut echt gut weh, ey. Und ich hänge hier fest. Ja, weil ich ihn getötet habe. Ich hab den Dwergkristall. Und Odins Robe. Guck dir das kann an. Kann er mal aufhören zu quatschen jetzt? Das gibt's ja gar nicht. Warum? Der ist da schon tot gewesen. Warum die Dwerg behütet hatten, vermag ich nicht zu sagen. Wer sie war oder wie eine solche Strafe zu rechtfertigen war, entzieht sich meiner Kenntnis. Womöglich ist es besser, dies nicht zu wissen. Was den Ulfung aber viel bedeutete, war der leuchtende Kristall des zeternden Dwergs und mit ihm die Macht, Waffen zu schmieden, von deren Besitz die meisten Sterblichen nur zu träumen wagten. Yay! War aber echt schade, ich habe echt gedacht, dass da so ein nächster Teil eines Artefaktgegenstands drin ist. True, naja. Aber es gibt Schlimmeres, würde ich sagen. Sein. Genau. Denk noch nicht mal daran, mir eine Allianz mit Simul nahezulegen. Das wird schlichtweg nicht passieren. In der Tat. Aber sie wird dennoch eine große Rolle im Niedergang des Imperiums spielen. Das scheint mir nun klarer als je zuvor. Aber vorerst gibt es noch wichtigere Angelegenheiten zu klären. Euer Angriff auf die Feuerstätte hat das Imperium nur in ihrer Entschlossenheit bestärkt, uns zu unterwerfen. Noch während ich hier spreche, errichtet der Bischof der Himmel eine riesige Flotte in den Werften von Castra Ignis. Versammelt eure Verbündeten, schickt Kunde an die Clans von Thule, dass ihr sie in die Schlacht führen werdet. Kommt, Kind.
Ihr werdet ohnehin tun, was ich verlange, denn ihr könnt euch eurem unstillbaren Kampfesdurst nicht entziehen. Was auch immer ihr sagt, altes Weib, solange ich kämpfen darf, ist mir alles recht. Ja, so ist das. Jawohl, Flotte zerstören, aber erstmal den Schmied upgraden. Die Clans werden mit euch in die Schlacht segeln. Jeden einzelnen dürstet es noch. Für die Tier 4 Waffen. Geil. Ja, so langsam wird es auch mal eine richtige Schmiede hier. Eine Rüstungs kannst du jetzt so noch. Kann ich auch gleich machen. Weiß gar nicht, warum darf ich denn das jetzt nicht machen? Tu es. Was denn? Den Rüstungsfuzzi da verbessern. Achso, ja komm. Dann verbessere ich hier den erstmal. Der Feind wird uns dieses Mal erwarten. Seht mir zu, dass wir eure Rüstung ausbessern. Ja. Schilder da vorne sehen ganz cool aus. Es wird kälter, glaube ich. So, das heißt leichte Rüstung. Bin ich doch hier richtig. Jawohl. Oh, kostet auch nur so ein bisschen was herzustellen. Ey, leck mich am Arsch. Aber erstmal neue Waffen. Waffen sind mir erstmal wichtiger. Auch wenn ich jetzt hier, sag ich mal, zwei legendäre Waffen habe. Mir das gerade relativ egal, aber ich will so eine wunderschöne Kristallklinge haben. In der Hoffnung, dass da auch Gescheite mit dabei sind. Das ist ein Kälteschaden, das geht ja. Meuchelschance 2 und Feuerschaden. Oh, Kälte und Feuer, das ist natürlich auch eine sehr schöne Kombination. Dunkelschaden, das läuft. Oh, da sind 3 Runenplätze dabei. Cool. So, einmal stelle ich noch her, mal gucken, was bei rumkommt. Hm, okay. So, das bedeutet für mich, ich nehme einmal die Klinge hier mit 3 Sockeln und... Ja, so langsam sieht der Avatar interessant aus. Ja, ne? Läuft so langsam, ne? Da hätte ich nochmal 2, da habe ich den Kälteschaden mit drin und 2 Runen. Okay. Gut, dann wird jetzt erstmal kurz verkauft hier. Ach. Ich schickte Kunde an die Flut nahe. Dann mach das mal. So, Odins Robe, das ist mehr sowas für dich eigentlich, weil es Stoffrobe. Habe ich schon längst an. Oh, ich kann sie verkloppen. So, und dann schweren Herzens meine legendären Waffen, weil die eh schwächer sind. Ich glaube, es könnte sich gleich dezent lohnen. Ich bin da echt am Überlegen. Ja, naja, komm, die 10 Regeneration. Ist auf Dauer, glaube ich, sinnvoller für mich. Zweimal schwerer Helm. Schwere Helme bringen mir halt leider nichts. Ah, kritischer Lebensraub, 40%. Okay. Was haben wir denn hier an Ringen? Zornzuwachs, Regeneration, kritischer Lebensraub, plus 1000 Gesundheit. Ist halt, ja. Nicht so das Wahre gerade. Oh. Das war jetzt wieder zu früh. So, was haben wir denn hier noch so gefunden? Schaden? Reflexion? Na, komm. Kann alles weg, will ich nicht haben. So. Oh, richtig scheiße. Braucht ihr eine neue Rüstung? So, ich will erstmal so eine gescheite Rüstung haben jetzt.
In der Hoffnung, dass vielleicht am Anfang gleich eine gescheite prockt, erhöhter Rüstungswert, reflektiert Schaden. Und zwei Runenplätze, das kann ich ja fast schon so lassen. Ich mach mal noch eine zweite. Ah, komm, noch eine dritte. Okay. Das war jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Guck mal, was bei den Helmen noch rumkommt. Und dann müssen wir nochmal hoch zu den... Ja, zu Helga und zum... wie heißt er? Ich weiß gar nicht, wie unser Runenfreak heißt. Fraki? Fraki, genau. Danke. Ending. Okay. So, jetzt ziehe ich erstmal meine neue Rüstung an. Ich nehme die denn? Die mit dem erhöhten Rüstwert und reflektiertem Schaden. Ja, aber du hast recht, die Avatare, so langsam werden sie richtig cool, ne? Ja. So, und nehme ich einen neuen Helm oder nicht, weil die Ausdauerregeneration um 17% ist natürlich mal ein Wort, ne? Ich weiß gar nicht, ob die paar Rüstungspunkte das jetzt großartig den Bock fett machen, ich weiß es nicht. So. Hallo Fraki. Den muss ich erstmal verbessern noch. Ja, dann kann ich nämlich auch die etwas besseren Runen schon nehmen. Welche Runen habt ihr mir heute mitgebracht? So, Hamann fragt ihr auch auf Stufe 4. Was kann ich haben überhaupt davon schon Runen, ne? Nee. Also hat sich so eigentlich gar nicht gelohnt. Lohnt sich doch immer. Ja, das stimmt wohl. So, dann hätten wir 6% Lebensraub auf der Waffe. Angriffsgeschwindigkeit. Jawohl, ja. Und was nehme ich jetzt noch drauf? Das ist die kritische Trefferquote oder Gabenschaden? Ich glaube, ich nehme Crit mit drauf. Crit kann nicht verkehrt sein. So, und bei der nehme ich jetzt einfach erstmal Angriffsgeschwindigkeit mit und hole mir dann noch eine Lebensraubrune. Und dann muss ich mal gucken, was ich mir jetzt noch hier für meine Rüstung noch zwei haben möchte. Ich glaube... Helga hat das jetzt nicht abgedatet. Nee, noch nicht. Sag mal. Da brauche ich auf jeden Fall noch eine Rune für, ich weiß nicht, ich glaube, ich nehme den Blutbonus mit rein. Bei Gesundheit, so habe ich ja eigentlich genug. Ich weiß nicht, müssen wir mal gucken. Können wir die noch verbessern? Jawohl. Bitteschön. Hast du? Ja, habe ich eben gerade gemacht. Nichts passiert. Echt? Bei mir schon. Ja, na, ja. Toll. Jetzt hast du zwei neue Sachen, aber die kann ich noch gar nicht benutzen, weil hier sind die Stufe 26 und 27. Kannst du sie wieder zurückmachen? Nein. So, ich hätte einmal Lebensraub. So, und was wollte ich jetzt noch? Die Gabenabklingzeit hatte ich schon drin. Was ein bisschen ärgerlich jetzt gerade ist. Na ja, komm, die Rune kaufe ich noch und dann bin ich eigentlich jetzt auch erstmal hart pleite. Ja, das heißt, wir müssen dann erstmal wieder schön schlachten gehen, lieber Sascha. Brauch Gold. Aber warum das denn? Ich jede Menge Gold brauche. Echt, ja? Ich habe noch 200.000. Das freut mich, glaube ich, sehr für dich. Nee, mach das gar nicht. Das hat man voll rausgehört. Der blöde Penner, der... Warum hat der noch so viel Gold? Ja, ich weiß, warum du noch so viel Gold hast. Das hätte ich ja auch. Genau, das die Kategorie hatte ich schon. Na gut. So, geht bei Helga noch irgendwas? Eier ist Gönnerschaft.
Oh ja, Stufe 26. Joa. Na Logo. Mhm. Na? Gut. Dann würde ich sagen, Patch. Gehen wir noch, oder starten wir schon mal die nächste Mission zumindest. Wobei, ich müsste mein Inventar, glaube ich, erstmal noch ein bisschen leeren. Weil sonst lohnt sich das irgendwie jetzt nicht, hier loszueiern. Kaufen, verkaufen. Naja, kaufen, verkaufen. Besitzer wechselt, bin ich glücklich. Ah. Schon bin ich ja eigentlich fast schon gar nicht mehr so arm. Wisst ihr? Ja. Gut. Aber ich muss sagen, unser Dorf sieht schon echt cool aus mittlerweile. Ganz toll. Setze die Flotte in Flammen. Ich wollte schon sagen, die Flotten in Flammen. Setze die Flotte in Flammen. Ein jeder der Thule-Clan segelt mit uns gemeinsam gegen das Imperium Romana. Wir sollten Casta Ignus von allen Seiten einkesseln, den Feind einkreisen und ihre Truppen spalten. Die Flottner werden eine Lücke in die Verteidigungslinie schlagen, sodass unsere Langschiffe am Strand in der Nähe von Casta Ignus anlanden. Anlanden kann? Deine Aufgabe ist es, die Flotte niederzubrennen. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich habe unser Schiff gerade versenkt. Na toll. Hast du toll gemacht. Finde ich auch, ja. Aber ja, so eine ähnliche Mission hatten wir vor kurzem erst. Ja, mal gucken halt. Nie zuvor hatten so zahlreich Krieger und Schildmeiden gegen einen gemeinsamen Feind zu den Waffen gegriffen. An den Küsten von Castra Ignis versammelte das Imperium seine Kräfte. Bereit, jedweden Versuch eines Angriffs zu vereiteln. Dies sollte der Augenblick des Triumphs für die Ulfung sein oder ihr endgültiger Niedergang. Ja, das kann ja nur im Triumph enden. Alter, was der auf unsere eigenen Schiffe wieder ballert. Doch, die sind ja schon tot hier. Also halbtot. So, ich weiß jetzt noch nicht, was genau ich gerade nehmen möchte. Welchen Talisman? Ich weiß nicht, mir gefällt der Talisman der Hell irgendwie immer noch am besten. So. Ah ja, du bist ja schon wieder fröhlich am Schlachten, ja? Niemals. So, ich will mal gucken, was jetzt hier mein neuer Lebensraub so bringt. Ein Kreuz oder? Wo denn? Der hat jetzt irgendwie nicht lange überlebt. Okay, hier ist ein Nist. Ah, ich denke, das mit Crit war auch noch eine ganz gute Entscheidung. So. Ein Eisblock. So, da haben wir schon einen ersten eisernen Schädel. Jawohl, ja. Das haben wir diesmal nicht lange gesucht, Gott sei Dank. So, ich muss jetzt mal gucken, dass ich jetzt noch im Kampf mal ein bisschen drauf achte, ob das mit dem Lebensraub hier in dem Spiel so extrem irgendwie was bringt. Sagen, dass mit meinem Lebensraub bringt ganz gewaltig was. Alter. So, was gibt's hier oben noch? Nix. Das ist schon mal nicht viel. Mhm. Ah, komm. Alles, ich muss hier alles einsammeln. Ausnahmsweise lohnt sich das mal, dass der Sascha hier... Das sieht aber genauso aus wie die Mission davor. Ja, manche Karten wiederholen sich ein bisschen. Ja, aber schau mal. Hier war es das letzte Mal, dass mit der Ballista dann aufs Tor, auf das Tor rechts gefeuert. Ja, aber es ist trotzdem leicht verändert. Das ist ein Zelt, woanders hingestellt haben. Na, da oben ist auch der Altar. Guck mal. Kenne ich euch?
Man nennt mich Bellatrix, Ungläubige. Ich würde gerne sehen, ob ihr wirklich eine Riesenbezwingerin seid. Den hatten wir da auch schon getötet. Das stimmt. Okay, jetzt sogar eine zweifache Ausführung. Naja, gut. Ich gehe nach links. Alter, das Lebensraub lohnt sich ja richtig, ey. Bist du da endlich mal fertig da drüben? Ja. Soll ich sehen. Wird ja auch Zeit. Ich wollte noch ein bisschen spielen mit dem. Da geht's dann weiter, oder was? Weiß gar nicht. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach links dann. Also, zum einen hätte ich ganz gerne erstmal hier ein bisschen mehr Elementarresistenz. Dann können wir auch noch die Gaben machen. Das ist ein Traum. Das war Stufe 22. Mein Waffentänzer kann ich upgraden. Das gefällt mir sehr gut. Und die Wahrscheinlichkeit zu blocken kann ich upgraden. Das läuft auch. So. Gibt es hier links noch irgendwas? Nö. Ist ja schon mal nicht weit. Naja, Leute. Dann würde ich sagen, wir sind leider am Ende einer Folge angekommen. Ja, wir starten jetzt den Angriff auf Castra Ignis. Ja, wie der genau ablaufen wird, sehen wir in der nächsten Folge. Bleibt mit am Ball. Ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid im nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.